So, was haben wir denn hier? Haben wir hier einen Hinweis? Irgendwas? Oder haben wir hier Loot? Amulett? Okay, ist bestimmt unwichtig. Nur was zum Verkaufen. Okay, das ist alles. Ja, wow. Das ist alles hier. Na, das Amulett ist wohl unwichtig. Na schön, aber die Feuerwand hätten wir mal. Und den Weg dahin freigeräumt. Dann können wir nachher das schnell beenden. Den Feuertitan töten. Den anderen. So. Oder was auch immer da hinten ist. Tja, okay, das hätten wir schon. Na, mal schauen, wie wir das andere da öffnen können. Falls was zum Öffnen ist. Ist auch noch die Frage. Könnte auch nur Deko sein. Ist alles möglich. So, dann erstmal hier weiter. Den Rest. Huch. Okay, was war das denn? Was für ein Teleport war das denn? Na, interessant. Na, was soll die Scheiße denn? So, halt's Maul. Tschüss. Okay, dann hätten wir die Insel nachher. Ich glaube, wir haben nur noch das hier und das war's. Ansonsten... Na gut, ein Grab würde noch fehlen. Aber keine Ahnung, wo das ist. Ah, stimmt, der Schatz. Stimmt. So, und was ist denn hier oben? Da ist nichts, okay, toll. Hier ist gar nichts. Na schön. So, jetzt mal Schatz heben. Graben, graben. Ja, vielleicht der letzte Schatz, je nachdem, mal schauen. Außer das Reich der Toten hat noch Schätze. Kann auch sein. Aber vielleicht der letzte. Oder nee, der vorletzte, stimmt. Im versteckten Tal ist auch noch eins. Aber da müssen wir erstmal hin. Geil, 500 Gold. Und nochmal 500. Geil, wir werden wieder reich. Sehr schön. Haha, hab es mir doch gedacht, dass hier was versteckt ist. So. Okay, nur noch dieser Teil und das war's. Und dann hier links und rechts noch rauf, klettern. Das letzte Mal noch. So, und dann hätten wir's. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Hat er nach Gold gegraben? Interessant. Nach Goldmünzen. Das war interessant. So, ihr könnt wieder runtergehen. Bin schon fertig. So. Und. Huch. Das ist das Falsche. So. Oh, noch einmal. Hui. So. Ah, mit der Fackel hier in der Hand. Sehen die Lichtverhältnisse hier ein bisschen komisch aus. So. Aber naja, soll uns nicht aufhalten. Einfach schnell looten und dann weiter. So. Gut. Noch einmal das da, schön. Tja, das hätten wir. Dann einmal hui. Noch einmal hui, noch einmal hui. So, das hätten wir. Okay, wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Tschüss. Ja, genau. Ich hoffe, hier ist das vierte Grab. Das wäre schön. Es sieht schon mal so aus. Okay, das sind Piraten. Die müssen wir umklatschen. Ich hoffe, die haben das andere, was wir brauchen. Der schwarze Hund, ach was. Okay, den gibt es wirklich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es den gibt. Also, dass es ihn hier gibt.
dachte, es wäre der andere gewesen, der sie verkleidet hat. Okay, ist ein toller Verräter. Ja, da wurde er verraten. Du schwarzer Hund, What If. Okay, sollte nicht labern. Einfach nicht labern. Okay, Sekunde. Das war's mit dir. Schade, okay, ja, zu viel gelabert. Und nicht konzentriert. Das soll mir auch egal sein, was diese Typen da machen. Hätte nicht darüber nachdenken sollen. Das war der Fehler. So, na schön, ich hab daraus gelernt. Jetzt gibt's aufs Maul. Scheiß auf euch Typen. Scheiß auf euch Typen. Schade, es ging daneben. So, nimm das. Da kann mal einer hier rankommen. Dankeschön. Schon viel besser. Na, warte, du bist noch nicht dran. Nicht vordrängeln hier. So. Tschüss. Und jetzt bist du dran. Tschüss. Ja, jetzt wird er schön gegrillt. Schön Grillfleisch. So, nimm das. Na, halt's Maul. Tschüss. Danke für die Heilung. Hab gerade nicht darauf geachtet. Ja, natürlich. Hui. So, na geht doch. Ja, die können kämpfen. Mehr oder weniger. Nichts zu holen. Doch, ernsthaft. Goldene Maske, okay, ich hoffe, das ist es endlich. Dolch des schwarzen Hundes. Nur so interessant. Können wir verkaufen. Oder es dem Typen zeigen, stimmt. Bevor wir ihn töten, können wir es ihm zeigen. So. Dass ein Kumpel tot ist. Wertvolle Gegenstände. Die Trophäe des großen Jägers ist heute ein beliebtes Sammlerstück. Dem Besitzer dient sie als Talisman und verleiht ihm besondere Kräfte. Legenden zufolge soll er in einer Gruft in der Bucht von Maracay zu finden. Ah, okay. Den Talisman habe ich bereits. Ah, hier war die Geschichte. Gut, das hätten wir. Das hätten wir jetzt gehört. Eine Jagdtrophäe. Ja, das ist die eigentliche Beschreibung viel spannender. So. Okay, das hätten wir. Schön. Ich hoffe, das war's endlich. Es ist nur die Frage, wo ist das vierte Grab? Das ist die große Frage. Der vierte Grab. Tja. Du, klettern, klettern. Klettern, klettern. Nicht runterfallen. Gut. Klettern, klettern. So. Und noch einmal klettern, klettern. Ah, was haben wir denn hier? Wow. Geil, geil. Sehr schön. So, kurz was getrunken, okay. Dachte, könnte hier während dem Trinken looten. Aber nee. Okay, schön, Alter. Vielen Dank. So. Du. Ah, fuck. So, kleinen Moment. So, okay, wir kommen zurück. Da muss ich kurz was machen. So. Ganz kurz. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, hier haben wir alles. Okay, sind wir hier wieder. Auf der Seite, gut. Da, wo die Fischer sind. Okay. Okay, warte mal. Am besten schauen wir mal hier vorbei. Bei Maracay. Noch einmal das hier. Eggers weiß, wo sich die Piraten befinden. Er will sie tot sehen. Okay, haben wir die nicht getötet? Hm.
Das wird dann nicht angezeigt. Na, ist ja toll. Okay, ich hoffe mal, dass es hier nur 3 sind. Das wäre auch schön. Okay, wir gehen nochmal zurück zum Andorn. Viel Glück auf deiner Reise, Krieger. Na, danke. Na, das werde ich auch brauchen. Viel Glück. So, und auch viel Kraft, um das durchzustehen. Diesen Scheiß. Wahrscheinlich hoffe, wir haben es jetzt. Ansonsten scheiß auf ihn. Denn ich habe keine Lust mehr. Wir haben alles abgesucht. Wir waren überall. Keine Ahnung, wo der letzte Scheiß sein soll. Na gut, außer vielleicht im versteckten Tal. Das könnte auch sein. Na, mal schauen. Ich hoffe, wir haben es jetzt. So, rate ich aus dem Weg. Versperren durch den Weg. Haben wir es jetzt? Ah, wir haben es geschafft. Dankeschön. Das ist gut. Die Grabaltare sind geheilt. Ich danke dir, Fremder. Keine Ursache. War ein Kinderspiel. Na, Kinderspiel. Endlich ins Totenreich gehen können und unsere wohlverdiente Ruhe finden. Chaniki Sumdavonga Samuhike. Du hast dem Volk der Marakai einen großen Dienst erwiesen. Brich mit dem Ältesten der Marakai. Er wird dich mit weltlichen Dingen dafür belohnen. Okay, alles klar. Sei gewarnt, wenn sich noch einmal jemand an den Masken vergreift, werden wir wiederkommen. So. Ja, ist klar. Dann mach's mal gut. Wohl, Fremder. Na, bis dann. Tschüss. Ruhe in Frieden. Oh, wir haben's endlich geschafft. Wir haben den Dienst erwiesen. Tja, und sie können jetzt gerne ins Totenreich und in Frieden ruhen. Tja. Was ist geschehen? Wieso bin ich wieder hier? Du Elender. Du konntest es nicht lassen, oder? Na, warte. Da konnte es nicht lassen. Das war zu witzig. Na, ist ja eine schöne Quest hier mit ihm. Da kann man ihn schön verarschen. Das war eine kurze Ruhe. Du. Hab nur das hier getan, um ihn zu verarschen. Okay, und hier ging irgendwas auf. Ging das hier auf? Na, was haben wir denn hier? Okay, das ging zu. Und das andere ging auf. Ja, okay. Na gut, eigentlich würde ich das jetzt gerne tun. Das alles mitnehmen und ihn so verarschen. Das wäre eigentlich meine Art. Ihn so zu verarschen. Einfach aus Spaß. Und weil er uns verarscht hat, aber da wir diese Masken hier eh nicht verkaufen können, sag ich Scheiß drauf. Oder, warte mal. Na, Sekunde, können wir das jetzt verkaufen? Das will ich jetzt schauen. Ne, ist alles unverkäuflich. Der ganze Scheiß ist unverkäuflich. Okay, ne, es bringt nichts. Tschüss. Das können wir nicht verkaufen, okay. Ansonsten hätte ich es getan. Aber das Spiel sagt nein. Ist dann doch viel zu langweilig. Na, schon schade. Dass diese Option nicht eingebaut wurde. Man muss das so tun. Und schaut dann wie ein echter Pirat zu sein. Wie ein hinterlistiger Pirat. Na, da sagt das Spiel nein. Na, schon schade. Da jetzt hier im Nachhinein. Risen 2 ist zwar ein schönes Spiel, aber ja, es wurde auch viel Potenzial verschwendet. Oder nicht genutzt. Das merkt man hier jetzt hier ein bisschen. Hier und da hätte man einiges ausbauen können. Aber naja, ist trotzdem ein nettes Spiel. So. Okay, dann können wir mal berichten. Wir haben da so einiges zu berichten. Haben vieles abgeschlossen. So, was geht ab? Wenn es hier doch wenigstens eine vernünftige Kneipe gäbe. Interessiert ihn nicht. Die Piraten, die wir getötet haben. Tja. Ich glaube, ich habe deine Grabräuber erwischt. Echt jetzt? Und du hast sie erledigt, hoffe ich. Ja. Ja, die plündern keine Gräber mehr. Das ist gut. Hier. Hab da ein paar Münzen für dich.
Und danke, dass du mir die Arbeit abgenommen hast. Ah, kein Problem. Keine Ursache. Mhm. Schönen Tag noch. Okay, ist aber schön, dass er ja so seine Rolle spielt. Das ist echt schön. So viel Ehrgeiz. Und nachher wird er getötet. Na, schon traurig. Ich schätze, ich habe den schwarzen Hund und seine Leute erledigt. Mhm. Das kann ja jeder behaupten. Sehe ich aus wie jeder? Wenn du mir den Dolch zeigst, den er mir in den Rücken gerammt hat, werde ich dir glauben. Ja, kann ich, hier. Hier ist der Dolch vom schwarzen Hund. Was sagst du jetzt? Du hast dieses miese Schwein tatsächlich erwischt? Ja? Sieht ganz so aus. Mhm. Dieser Dolch ist die erste Waffe, die mich jemals verletzt hat. Weißt du das? Dann hast du wohl bisher Glück gehabt. Ich muss ihn haben. Verkauf ihn mir. Ich gebe dir 1000 Gold dafür. Oh. Okay, ja, scheiß auf den Dolch. Den werde ich eh nicht benutzen, also hier. Da ist halt ein Kameradenschwein. Aber okay, ist mir egal. Oh, guter Kurs. Hier, hast du den Dolch. Ah, sehr gut. Hier hast du die Münzen. Na, ist ein schöner Deal. Scheiß auf den Dolch. Ist eh beschmutzt. Okay, ist ein schönes Geschäft. Dankeschön. Na, hat sich gelohnt. Hier sind die Idole deiner Familie. Sie sind es wirklich. Mhm. Tawonga Samogucho. Vielen Dank. Du kannst dir eine Belohnung aussuchen. Ich habe einen Totenkopfring, der dich stärker macht. Mäh. Oder einen Voodoo-Trank, der deinen Geist stärkt. Oh ja. Und gib den Trank. Ich nehme den Voodoo-Trank. Möge er dich schützen. Ist das permanent? Na, sieht nicht so aus. Okay, toll. Ich habe alle Gräber eurer Ahnen geheilt. Die Masken liegen nun wieder an ihrem Platz. Ich spürte bereits eine Besänftigung der Hike. Sprich mit unserem Schamanen Osamu. Mach ernsthaft mit ihm. Er wird deine Tat belohnen. Okay, stimmt, ist auch der Älteste. Alles klar. Wo finde ich Osamu? Er lebt als Einsiedler in den Bergen. Geh am besten durch die Höhle hier im Dorf. Auf der anderen Seite gehst du links in die große Schlucht. Osamu wohnt auf einem Hang rechts den Fels hinauf. Durch die Höhle, dann links und dann rechts den Fels hinauf. Hm. Alles klar. Okay, werde ich mir merken, danke. Ja, dann suche ich ihn mal. Bleib wachsam, Hoshi. Ja, muss ich. So, bis dann. Immer wachsam sein. So, was geht ab? Yala, yala. Ja, Julu, Julu. Geh deines Weges, Pirat. Okay, Verlierer, tschüss. So. Hoshi? Chaka Salu? Na, okay, toll. Ka, Ono. Ja, ihn können wir nicht warnen. Dann halt zum anderen Häuptling. Dem Ex-Häuptling. Zeig mir da. Okay, du hast keine Efren mehr, schade. Tschüss. Okay, mal schauen, ob wir mit ihm reden können. Ansonsten müssen wir ihn vielleicht einfach umklatschen. Aber wir befürchten dann, dass alle angreifen werden. Okay, das können wir tun. Sekunde. Dann noch einmal kurz zu ihm hin. Die Belohnung abholen und dann können wir es tun. So. Ich habe die Gräber eurer Ahnen geheilt. Die Masken befinden sich nun wieder an ihrem Platz. Damit hast du den Marakai eine große Ehre erwiesen. Dein Handeln soll nicht unbelohnt bleiben. Nimm diese legendäre Rassel als Zeichen der Freude. Ach, du hattest das. Ja stimmt, das wollte ich als nächstes suchen. Auch egal, wir haben es. Wir haben alles auf dieser Insel. Und auch nur noch zwei. Und dann haben wir alle gesammelt. Okay, aber schade, ja keine Rezepte mehr. Ah, shit. Irgendwelche Vorschläge? Nein, vielleicht später. Na, schade. Okay. Ja, dann können wir das hier jetzt abschließen. Wir haben hier alles. Geheime Zugang. Na, habe ich gefunden. Aber das werden wir nicht berichten. Der Schwarm, okay. Stimmt, das ist auch noch. Ich glaube, wir müssen da zu einer anderen Insel hin. Wo eine Schmiede ist. Okay, dann ein bisschen zur Schwertküste. Denn ich will da eh nochmal zu den Shakanumbi hin. Ob ich da ein Rezept übersehen habe. Das wollte ich eh tun und dann nur noch diese zwei. Im Reich der Toten.
Ja, Insel der Toten, Reich der Toten. Interessant. Das zweite Ich. Das ist verpackt. Das Artefakt. Ja, das hätten wir schon. Okay, ja. Das Ende ist immer mehr in Sicht. Bald haben wir es. Na schön, dann machen wir hier das Finale. So, mal schauen, was wir ihm sagen könnten. Rein theoretisch. Ich bin gerade beschäftigt. Also hau ab. Na, bis dann. Tschüss. Ich hab dein Spiel durchschaut. Ach, willst du mich verarschen? Ist das so? Verstehe. Kann ich sein Herz haben? Ja, kannst Schade. Du. Schade. Ich dachte, wir könnten noch Freunde werden. Spar dir dein Gequatsche. Na schön. Dann lass es uns zu Ende bringen. Dich greife ich mir. Okay, warte. Greifen die jetzt hier alle an? Ja, das habe ich gemeint. Da greifen die jetzt auch an. Oh, dieser Typ ist so ein Vollidiot. Dieser Typ, den wir spielen, ist so ein Vollidiot. Dass er das einfach so rausposaunt. Oh, ist das ein Vollidiot. Ich wollte nur mal schauen, was der hier für Dialoge hat. Für Gesprächsoptionen, aber nein. Der macht direkt das Maul auf, dieser Vollidiot. Ach. Ja, wie kann man sich so über einen Protagonisten aufregen? Ja, bei Riesen hat man die Antwort. Wie man sich so oft aufregen kann. Ah, dieser Vollidiot. Okay, lassen wir das. Ja, wir können es auch nicht mehr berichten, das mit dem Zugang. Wird alles gesperrt. Gucho Kabuki. Ja, wir müssen die erstmal warnen. Ansonsten greifen die auch an. Wegen dem Deal. Tja. Garcia hat dich ganz schön an der Nase herumgeführt. Wie meinst du das? Er hat sich als Protektor Corrientes ausgegeben und sich in deinem Dorf eingenistet. Nein, das ist unmöglich. Garcia ist irgendwo da draußen und wartet auf den richtigen Moment, uns anzugreifen. Ja, macht er. Corrientes wird uns vor Garcia beschützen. Er ist ein ehrbarer Mann. Du musst dich irren. Er ist tot. Ich sehe schon, die Sache werde ich allein machen müssen. Okay, der ist nutzlos. Na gut, haben wir ihn ersetzt. Uwamba. Davonga Gucho Halima. Na Schnauze. Irgendwelche Vorschläge? Nein. Vielleicht später. Ach schade, ich dachte, du hättest eine Idee. Okay, dann zum wahren Chaka. Ah, ist gut, dass wir ihn ersetzt haben. Der ist nutzlos geworden. So, dann musst du helfen. Du bist die einzige Hoffnung. Hoshi? Chaka Salu? Na, wird sie verarschen. Was soll ich jetzt tun? Nicht mal der Häuptling kann helfen. Hoshi? Chaka Salu? Okay, warum können wir ihn nicht warnen? Ihn hier. Der Wissen sein, was auch immer. Sein Hamlak oder wie das heißt. Habe ich vergessen. Und wir haben ihn zum Anführer gemacht. Warum zum Fick kann er uns da nicht helfen? Oder uns wenigstens zuhören? Das wurde nicht eingebaut. Dieser Dialog. Hey, aber was sollen wir dann tun? Müssen wir verarschen? Sollen wir die jetzt einfach alle umklatschen oder wie? Hey, was zum Teufel sollen wir jetzt tun? Okay, jetzt bin ich planlos. Hast du eine Idee? Okay, ist ja toll. Was zum Teufel? Komm mit. Gut. Hast du eine Idee? Schönes Schiff. Danke. Wäre schade drum, wenn Mara es in seine Einzelteile zerlegt. Ja, das stimmt. Dann passen wir besser auf, dass Mara uns nicht erwischt. Sie wird jeden unserer Züge schon im Voraus erkennen. Mit der Einstellung können wir ja gleich einpacken. So wichtig bin ich nicht. Dass meine Einstellung ins Gewicht fallen würde. Na, ist auch besser so. Tja. Dein Gemecker geht mir langsam auf die Nerven. Sie wird jeden unserer Züge schon im Voraus erkennen. Ja, sagtest du schon. Mit der Einstellung können wir ja gleich einpacken. So wichtig bin ich nicht, dass meine Einstellung ins Gewicht fallen würde. Na, aber du wiederholst dich. Okay. Was kannst du mir beibringen? Ich war lange im Dschungel. Was willst du denn wissen? Na, stimmt, das haben wir noch nicht. Ich bin noch nicht gut genug. Ja, genau.
Okay, warte mal kurz. Ich bin dazu verneigt, ihn mal mitzunehmen. Mal schauen, wie er kämpft. Das würde man gerne sehen. So. Okay, direkt wieder schlafen gehen. Direkt wieder schlafen gehen. Scheiß Regen, halt's Maul. Weg mit dir. Ah, schon viel besser, gut. So, Sekunde, Chani. Tschüss. Wir sollten uns wieder trennen. Ja, danke für deine Hilfe, aber jetzt kannst du mir nicht mehr helfen. Hatte auch schon länger keine Idee mehr. So. Komm mit. Sicher. Mal schauen, was du drauf hast. So, bin ich gespannt. Okay, kann er uns helfen? Ansonsten müssen wir wohl doch kloppen. Okay, aber das gefällt mir nicht. Dann müssen wir die anderen alle töten. Okay, das müssen wir so tun. Okay, das ist schon ein bisschen schwach. Man hätte die Marakai warnen können, aber nein. Okay, das wird ein Gemetzel. Ach du Scheiße. Na gut, außer nur der Hakeki greift uns an. Und sein Rekrut. Das kann auch sein. Dass nur die uns zusätzlich angreifen. Okay, es muss wohl so sein. Die einzige Option, die eingebaut wurde, diese Klopperei hier. Ist auch schon wieder ein bisschen schwach, aber okay. Ich hab dein Spiel durchschaut, Garcia. Ist das so? Verstehe. Ja. Schade. Ich dachte, wir könnten noch Freunde werden. Spar dir dein Gequatsche. Na schön, dann lass es uns zu Ende bringen. Dich greife ich mir! Ja, bringen wir es zu Ende. Autsch. Na, warte, du Penner. So, schön zu zweit. Ja, ich kann den nicht angreifen. Sekunde. Schade. Okay, das wird toll. Das wird ätzend. So viele Typen auf einmal. Ja, bin gerade am Überlegen, wie machen wir das am besten? Ach, diese Entwicklung ist so dumm. Das hätte man viel besser machen können. Denn die greifen da jetzt auch noch an. Bleib wach. Ach, stimmt. Ich habe mit Koraka gesprochen. Er wird keine Piraten mehr jagen. Die Plünderer bei den Ahnengräbern sind tot. Dafür danke ich dir, Hoshi. Du bist ein guter Mensch. Hier, nimm das für deine Mühen. Na, ja, danke schön. Dank der Überzeugung. Okay, toll. Geh deines Na, ich geh schon. Okay. Hoshi? Chakasalu? Na, ja, es ist hoffnungslos. Die werden da nichts tun. Es muss so sein, aber es ist ätzend. Diese Entwicklung gefällt mir gar nicht. Vor allem, weil es hier so gezwungen ist. Ich hab da. Es ist so dumm. Autsch. Autsch, autsch. Da, wieso will er nicht weggehen? Ey, Mann! Drücke die ganze Zeit nach vorne rollen, aber er macht nichts. Ah, es ist ätzend. Okay, wir machen das anders. Wir müssen uns zurückziehen nach dem Gespräch. Bla 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 bla. Einmal weg, würdest du bitte rennen? Hallo! Meine Fresse! Ja, der ist viel zu langsam, der Scheißtyp. Oh, ist diese Entwicklung dumm! Was haben die sich dabei gedacht? Das habe ich gar nicht so beschissen in Erinnerung. Ey, ist das dumm. Ja, man soll jetzt alleine gegen 10 Leute bekämpfen. Und auch noch hier mitten im Lager. So, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Na, die greifen alle an, das ist einfach so dumm. Die greifen auch alle an, die Tonkas greifen alle an, das ist so dumm. Ja, was auch immer. Okay. Ja, dann komm du mal. So. Na, nimm das. Na, bloß weg. Tja. Ja, na, warte.
Du Früchtchen. So, hier, nimm das. So, der ist tot. So, na, das wird ätzend. Das wird ätzend, okay, Sekunde. Ich brauche mal Schnellheilung am besten. Okay, Blut, ist es das hier? Blutregeneration, okay. Wir brauchen hier mal schnelle Heilung. Am besten. So. Okay, das ist das hier, cool. Na, wird auch mal Zeit. Das muss ich jetzt auspacken. Erst jetzt. Vorher brauchte ich das nicht. So, wie sieht's aus? Was willst du? Siehst du? Geht doch! Okay. Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Okay, wat? Was soll das denn jetzt? Ich warte. Okay, können wir die jetzt noch töten? Wieso hat der diesen Kampfstil? Willst du mich verarschen? Das gehört den Tonkas hier. Autsch. Ja, was zum Teufel? Ja, von wegen guter Kampf. Und ist er tot? Okay, glaube, der ist tot. Ach, ist das dumm. Wie machen wir das? Okay, diese Stelle ist so beschissen gemacht. Holy shit. Dann wir auch ganz alleine. Nicht mal die anderen Inquisitionstypen helfen uns. Wir sollen den ganzen Bums alleine machen. Oh Gott, geh mir das auf den Sack. Dass man immer alles alleine machen muss. Nicht mal die anderen helfen uns. Nicht mal das wurde eingebaut. Das war alles, um seine Leute hier hingehen und uns helfen. Bei diesem Kampf, aber nein. Wir können die Typen da nicht warnen. Die anderen können wir nicht rekrutieren, um Hilfe bitten. Wir müssen die alle umklatschen hier. Ha, wie dumm ist das denn? So, machen wir es einmal so. Der muss weg. Ja, da greifen die alle an. Ich hoffe, der bleibt da liegen. Ja, und auch unser Kumpel da greift an. Das ist so dumm. Das ist einfach so dumm. Na, scheiß Ding. So, Nummer 1 ist tot. So, stirb, und zwar schnell. Nichts mehr mit Schießen hier. Ah, und was willst du? Du Stück Dreck. Der greift jetzt hier auch noch an. So, wir müssen sie alle umklatschen hier. Die wollen es nicht anders. Autsch, halt's Maul. Ha, diese Vollidioten, ey. So eine Scheiße hier. Ja, minus 50er, leck mich doch. Ihr Penner. Und ich soll euer Freund sein hier. So, einmal weg. Autsch. Ja, Tonka. Na, warte. Okay, das machen wir mal anders. Ach, meine Fresse, ist das ein Scheiß. Schade, können wir diesen Scheiß nicht überspringen. Ja, ist das dumm. Okay. Ja, und wir haben auch die Feuerwand gefunden. Aber keiner will uns hier helfen. Deswegen. Auch der Schamane weiß nichts davon. Ach, was zum Teufel. Ich war, ich steck die. Halt's Maul. Okay, wir töten die schnell, die zwei. Ah, hör auf dich zu wehren, du Stück Dreck. Autsch, autsch. Meine Fresse. Keine Ahnung, wie man das besser machen soll. Okay, am besten die zwei umklatschen oder wenigstens einen. Und dann wieder weg. Ich glaube, das ist am besten hier, diese Taktik. Ach, ist das dumm.
Ist das dumm? Halt's Maul. Schnauze hier. So, nimm das. Der nächste ist weg. Ja, los, Kassier. Komm doch mal ran, du Stück Dreck. Komm doch mal ran. Irgendwann kriege ich dich. Na, komm du ran, Kassier. Stier. Ohne Charakter. Du Stück Dreck. Na, du willst auch was? Was kannst du haben? Komm schon, wer bist du? Daiki. Na, vergessen, wer du bist, aber ist mir auch egal. Dann stirb du halt zuerst. Nein, den da angreifen. Los. Greif diesen Penner an. Halt's Maul. Mann! Oh, diese Scheißstelle direkt so auf. Das wurde jetzt echt dumm gemacht. Das wurde jetzt echt dumm gemacht. Hm, okay, und Bones ist auch nutzlos. Der hätte ich lieber Chani mitnehmen sollen. Denn die kann heilen. Ich warne dich. Halt's Maul. So, na, ich mach schon. Autsch. Ah, verdammter Penner. Okay, was haben wir da getroffen? Dumm, 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 dumm. Dumm, 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 dumm. Okay. Der Typ da muss zuerst weg. Scheiß Musketen-Heini. Der muss zuerst weg. Oh, hat's Maul. Schnell angreifen. Der muss sterben. Los. Schießen. Gut, nicht schnell weg hier. Musketen-Heini Nummer 1 ist tot. Jetzt erstmal schnell weg hier. So, der Penner ist tot. Ja, warte. Warte. Na komm mal schön ran. Na, er muss höher zielen. Und es ging voll daneben. Na, wow, das macht ja keinen Schaden, wie sie verarschen. Das macht null Schaden. Ja, natürlich. Na, dann ist mal den Typen da. Na, warte, du Penner. So, nimm das. So, tschüss. Jetzt bist du dran, Kassier. Komm ran, du Stück Dreck. So. Jetzt ist Schluss. Ja, natürlich die komische Kombo. Halt's Maul hier. Hm. Okay, na warte. Na, wie ging das Parieren nochmal? So, das kann ich auch. Ach so. Okay. Hm. Okay, mit Leertaste. Na los, greif an. Okay, die Leertaste funktioniert nicht. Willst du mich verarschen? Ach, scheiß drauf. Kommt doch nicht eh für den Arsch. Okay, mit Zugang geschwört. Egal, scheiß drauf. Stirb, du Stück Dreck. Das Blut der Ahnen, was auch immer das ist. Das Silberreisen, okay. Knochenhand des Diebes. Okay, wir haben so ein Artefakt. Haben diesen Scheiß jetzt so gelöst. Meine Fresse, was für ein Scheiß. Dieser Bullshit.